Impressive. Gerne. Händler, Miliz und Banditen. Achso, wir sind schon bereit für die Mission. Das ist ein bisschen blöd, dass Lanze C oder höher, ey. Und ihre Lanzenfähigkeiten sind. Ach so, muss ich da mal. Ist auf E. Naja, gut, E plus. Aber trotzdem. Naja, gut, müssen wir immer weitermachen. Ja gut, wir haben jetzt hier auch noch Schwertmeister. Rittmeister wäre da gar nicht mal so schlecht, wobei die dann halt Lanze auch brauchen, ne? Wollte sie eigentlich nur als. In der Welt, wobei Scharfschützen. So, warte mal, was ist denn ihre aktuelle Klasse denn überhaupt? Kämpfer. Ja, wobei das, glaube ich, besser wäre, ne? Ja, hab's jetzt erst gesehen, so, dass ich die noch in der Primärstufe drin hatte und nicht in der Mittelstufe schon. Ach, scheiße, ist dämlich, ey. So, Byleth bleibt erstmal so. Wobei man natürlich auch gucken muss, nee, nee, das jetzt nicht, sondern was als Held brauche. Ja gut, Schwert und Axt sollte ich lernen. So, dann gehen wir mal zu Arsenal. Ja. Ein Gil gibt die. Ein Gil. What the fuck? Das lohnt sich so richtig, ey. So. So, ich hab die Sachen auch alle noch. Naja. Ah, toll, wir haben 6 Goldbeutel. Wo habe ich die denn jetzt her? Ich glaube durch die Mission und so, ne? So. Brustbogen. Sorry, ich war gerade ein bisschen in den Gedanken. So. Stahllanz ist noch soweit in Ordnung. Axt auch. Bogen auch. Oh, sorry. Sieht eigentlich relativ in Ordnung aus. So, einmal kurz. Dorthin. Schmiede ist, glaube ich, noch nicht freigeschaltet.
So, letzte Go mit der Mission. Damit wir die nächste Woche haben. Das Erbe von Gautier. Eine Dämme von Sohn des Hauses. Ah. Alles klar. This weather is unfortunate. Those villagers were right when they said a storm was brewing. But they were more afraid of an attack than they were of the storm. Let's end this quickly. The thieves have taken Conan Tower as their base. There it is in the distance. Miklon must be more skilled than your average thief to have overtaken a place like that. This area was the site of a massive battle several hundred years ago, when invasions from the north were at their peak. This tower was built for both surveillance and defense. It will be difficult to seize it. You know your history, Gilbert. If I recall correctly, you're from the kingdom, aren't you? I left my home long ago. If you have any questions about the mission, I'd be happy to answer them. House Gautier has always placed great importance on whether or not someone bears a crest. Margrave Gautier has two sons. A crest never manifested for his eldest. It's not hard to imagine why he left and wound up in this sort of life. There's no reason that crests should have the power to dictate someone's destiny. Don't you agree, Gilbert? He was just another victim of cruel fate. Forsaken by the goddess. Who now demands his execution. Na, ja, ist traurig, so was, muss man sagen. Naja. Wir müssen ihn leider erledigen. Ist leider unsere Aufgabe. So, dann schauen wir uns doch mal die Karte an. Gut, es gibt auf jeden Fall schon mal Truhen. Hier wird wahrscheinlich dann, wieder Truppen geben. Die haben alles Items, die man snacken kann. Ah, warte mal, das sind Türen. Ne, doch nicht. In der GameCube und Refassung kann es nämlich sein, dass hier Türen sind und so weiter. Und ich habe die. Ich übersehe sowas immer ganz gerne. Okay, wir haben hier einen General. Festungsritter, okay. Ich dachte schon, fetter General, oder ist das nicht. Müsste das nicht sogar ein General? Krass. Ja, Miklan, Lanze des Untergangs. Ja, der wird nicht ohne sein. Kann sein, dass wir den dann mit unserem Schwert erledigen müssen. Ach, Gilbert ist dabei, okay. Ja. They have nowhere left to flee, so the situation is in our favor. All we have to do is chase them down. Naja. Ich glaube, so ganz einfach wird das dann doch nicht. Oh, no. Könnte ich theoretisch machen, mache ich aber nicht. I am Ferdinand von Eyre. Ja, ich auch. Habe ich gar keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Was? Dachte, es ist ein bisschen kann weiter. Ich hoffe, ich atme nicht zu stark irgendwie ins Mikro oder so, ne? Das kann ich leider überhaupt nicht kontrollieren.
Ja, wir holen uns hier nur die Waffe. Oh, ein Türschlüssel. Interessant. Na gut, ich hätte gerne Petra benutzt. Gegner anzulocken, dann machen wir das. Eben so. Wow, was du mir nicht sagst. Na gut, ich hab hier sowieso. Was ich ganz cool finde hier, man zeigt direkt, was der Gegner planen wird. Na, wenn man eine Einheit irgendwo hinpackt, dann sieht man, okay, der wird gleich wird angreifen. Okay, Truhenschlüssel. Das war super schlecht. Okay. Bataillon Level 5, krass. Schon mal ein paar Bogenschützen ausnocken. Why not? Oha. Oh, scheiße. Gut, der nächste wird richtig Damage machen, leider. Nee, Edelgard ist zu. Nein, ich werde keiner. Nicht den Schwert des Schöpfers benutzen. Aber ich werde ihn bewegen, ja. Eine scheiß Rostlanze, ey. Alles nur wegen dem. Okay. Mit den Thronschlüssel denn nochmal. Ne, du hast den.
So, D. Das ist schon mal gut. Ah, kommt wieder neue Einheiten. Oh cool, ein Panzerbrecher. Der könnte mir helfen. Schick die Einheiten wieder zurück. Weil jetzt kommt ja sowieso ein Ansturm jetzt auf mich zu. Verdrückt leider. Na, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Petra geht wieder zurück und dann gehst du dahin. Und warten wir. Wir überspringen das jetzt einfach mal, weil er bewegt sich ja sowieso nur. Wollte jetzt eigentlich nur warten, bis der Panzerbrecher kommt. Na gut, bei Lift benutze ich eigentlich sowieso nicht wirklich. So, dann kann ich dich nach vorne packen. Dich sowieso. Ja, ich weiß ja nicht. Aber ich hoffe jetzt mal nicht, dass er drauf gehen kann auch. Oha! Okay. Thank you.
Na toll. Here we go. Attack them from both sides. It's an ambush. Opa. Child's play. Tja, super, die kann ich nicht benutzen. Tja, der Vorteil, dass wir doch doch angreifen können, ne? Wow, really? So, kann glaube ich sein, dass ich vielleicht gleich noch einmal eine kurze Pause mache. Was heißt kurze Pause? Den Stream einmal beende und... Oha! Das kannst du sowas von vergessen, das mache ich nicht. Also den Stream, Stream erstmal beende und... später am Abend wieder anfange. Ich bin leider von der Frühschicht und boah. Ich bin ganz ehrlich, ich bin keine Frühschicht-Person. Einfach, ich kann, ich hasse Frühschicht eigentlich auch. Deswegen so. Und ja. Nimm's mir da nicht übel, denn ich lieg mir dann lieber ein bisschen hin für ein, zwei Stunden, penne. Trefferring, okay. Interessant. Und hoffe, dass ich dann halt wacher bin
Beziehungsweise ich muss mich sowieso dann schon wieder umstellen leider, weil ja, ich habe Schichtdienst natürlich, ne, Schichtdienstarbeit, ne, und dann ja, muss ich halt am Sonntag muss ich dann wieder in die Nachtschicht gehen, so, das ist ja nicht ganz immer toll. Ja, deswegen. Damit ihr schon mal Bescheid wisst, so, ne? Ich würde gern weiterzocken, safe, ne? Ah, cool, Erfahrung kriegt ihr. Interessant. Ja. Aber. Bringt mir jetzt auch nicht persönlich. Das war jetzt super schlecht. Hätte nicht gesehen, dass Ferdi, auch ein bisschen angeschlagen war. Ja, aber es bringt halt nichts, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit zocke, ne? Ich meine, ich habe Spaß, ne? Spiel super. Aber ich bin übelst müde. Werde ich unkonzentriert und ja, weiß nicht. Ist nicht so meins dann. Obwohl ich jetzt echt durchpushen könnte hier, ne? Und ich habe auch richtig Bock, so, ne? Naja, es ist halt wie es ist. Stay focused. Na, aber damit ihr schon mal Bescheid wisst, ich mache jetzt hier. Dann werden wir kommen jetzt erstmal noch zig Dialoge, würden da wahrscheinlich kommen. Und sobald die dann fertig sind. Würde ich den Stream aber beenden und wir würden dann im nächsten weitermachen, der sehr wahrscheinlich später passieren wird, weil ich möchte ja gerne weiterkommen. Ich möchte das Spiel tatsächlich gerne durchhaben. Das wäre mega cool. Ich glaub's nicht. So, ihr seht ja, wie lange es dauert hier. Das heißt, das werde ich heute safe nicht hinkriegen. Außerdem müssen wir dann auch noch die anderen Häuser machen. Ne? Und so weiter. Ne? Übungsbogen plus. Ja gut, Übungsbogen sind nicht schlecht anscheinend. Er erzählt 24, das ist zu viel. Eine Rostlanze, toll. Naja, sonst wäre Dings gestorben. Ich weiß nicht, ob wir was bekommen. Oh, Quick Time. Not bad for your kind. A bunch of spoiled, rotten children. Ah!
my. Is this your first time fighting such a thing? Then listen well to what I say. Jo, wir sind am Arsch. So, im Grunde ist es relativ einfach. Ich brauche jetzt nicht. Im Grunde kann man ganz einfach sagen, der hat jetzt 43 KP. Man sieht jetzt diese zwei Sterne. Wenn die weggehen, dann kriegt er nochmal volle KP wieder und Verbesserungen im schlimmsten Fall. Deswegen, das sind so die Sachen. Ich darf ihn nicht heilen. Okay. Ja, wie ich gesagt habe, wir sind am Arsch. Am Arsch. Und zwar richtig. So, haben wir angestürmt. Ah, alles klar. Gut, Gilbert ist tot. So, und sobald er einen erledigt hat, freut er sich nämlich ganz doll. Oha! So. Na, jetzt hätte ich zu viel Damage gemacht. Warte mal hier. Ach, das sind 7 dann noch, ne? So, das reicht aus. Ist jetzt noch nicht tot. Wie gesagt, der hat noch 2 Leben. Aber jetzt könnten wir zum Beispiel... schlecht sein. Könnten wir hier nämlich Toren benutzen, dann ziehen wir ganze 34. Okay, sogar komplett tot. Haha, geil. Meine Güte, Dorothea ist echt unnormal übel. Die ist schon hart. So. Jetzt hat er 65. Aber wenn wir die abhaben, dann ist vorbei. Na kurz, erst Finsternis deswegen. So, du bist angeschwächt. Okay, sorry. So, Schwert des Schöpfers benutze ich einmal. Das killt ihn nämlich. So. Damit ist er tot. Goddess, the beast is gone. Yet Miquelon and the Lance remain. It is done. Let's retrieve the Lance and depart at once. Tja. Naja. Was changed. It was as though that lance was swallowing him whole. Upon that sight, it makes sense that your students were upset. I wonder if those relics truly hide such power. Yet even still, that power seems familiar. That form as well. As one who wields the sword of the Creator, does that mean you possess that power too? Professor, you have returned.
The goddess is indeed generous with her divine protection. I have already heard Gilbert's report about what happened. See to it that you keep what transpired at the tower to yourself. People would lose faith in the nobles should rumors spread of one using a relic and transforming into a monster. All regions of Fodland would fall into chaos. We must avoid that at all costs. Please ensure the students who accompanied you understand that as well. Have I made myself clear? His transformation into a black beast was nothing short of divine punishment from the goddess. Punishment for someone arrogant and foolish enough to use a hero's relic even though they were unworthy and unqualified. Of course, that is why we rushed to recover it. Sadly, we did not arrive in time. The church will formally return the lance to House Gautier, if you would. You have my gratitude. I can see that I was right to trust you with this. Please report back. I will tell you of your new mission for the coming moon at that time. I assume the Archbishop was pleased with your performance. Did you return the Lance of Ruin? I keep thinking about what Gilbert told us. Yes, Miklon was discarded by his family because he was born without a crest. Eventually, he became a masterful thief and gathered enough ruffians to capture a fortress. Right or wrong, he was a gifted leader. He could have been a great asset to Fodlan. What a waste! It's true that a crest can increase your magical abilities and allow you to wield the full might of a hero's relic. But one cannot measure a leader's worth based solely on whether or not they bear a crest. There are plenty of talented people in this world without one. People believe crests are blessings from the goddess, that they're necessary to maintain order in Fodlan. But the people are wrong. Crests are to blame for this brutal, irrational world we live in. Their power is granted only to a select few, whom we elevate and allow to rule the world. Have you ever wondered if the only way to create a truly free world is to dispense with the goddess and the crests? Do that, and people will have no choice but to rise and fall by their own merits. Lady Edelgard? I question whether you revealed too much to the professor. Perhaps I did. It is true that our teacher possesses a rare talent. Even I cannot deny it. The ability to wield the sword of the Creator is concerning. I've already explained this to you. My power alone is insufficient. That's why I'm borrowing power from those people. If our teacher can wield it in my stead, I believe that would be for the best. It's a risk. A dangerous one. You leave me no choice but to take matters into my own hands. Please excuse me. I can't hide from the truth. I can't do all that I must on my own. If all I can rely on is my own ambition, my path won't be easy. Is it so risky to reach out my hand? Father, I swear I will not stop until I succeed. My regret, my grief, my whole life. I've thrown it all away into the darkness. Professor, you have done well to complete such a difficult task. You have shown exceptional skill in leading your students. I am forever grateful for the safe return of the hero's relic. Just as I expected, you have mastered the sword of the Creator. Now then, I shall tell you about your mission for the coming month. Archbishop! Seteth,
What troubles you? Flayne is missing. I cannot find her anywhere. Professor, have you seen Flayne recently? I have searched everywhere. Where could she be? She may be in danger. Oh, no, no, no. What am I to do? Calm yourself, Sedith. Professor, we shall continue our discussion another time. Part 1. White Clouds. Horsebow Moon. Rumors of a Reaper. As cold air begins to creep in from the north of Fargus, Fodlan welcomes the riches of fall. The women spend their days reaping the golden fields, gratefully embracing the bounty the goddess has once again provided. The men venture into the wilds with horsebows and empty sacks ready to be filled with game. As I believe you are already aware, Sedith's younger sister Flayne has gone missing. At present, all we know for certain is that she has not left Garrick Mach. Flayne is not the type of person to just wander off on her own without telling me where she is going. We have searched the monastery thoroughly, but have found nothing. I am now mobilizing the knights to begin searching the town. Troubling rumors have been running rampant lately. I do not wish to consider the worst, but... There are rumors of someone prowling the streets and attacking innocents night after night. The knights have investigated the matter. They have not discovered any remains, nor have they found any concrete evidence. The people are panicked. They all insist someone called the Death Knight is coming to claim their souls with his blade. There is no way she could have escaped unscathed if she were captured by such a fiend. Where is she? Sedith. Recall that impatience begets error. Please do your best to calm yourself. I think of your sister as family as well. You know that. You have my support. We will devote ourselves fully, mind, body, and soul, to recovering her. Professor, your mission for this month is to help find Flayne. The knights have the town covered, so I ask that you focus your efforts on searching the monastery again. We do not have time to waste. You have your orders. Flayne has gone missing? Most unsettling. It doesn't seem likely that she's simply gotten lost. I'll help in any way that I can. So, our mission this month is to find her? Well then, let us hurry and locate her before anyone else. I hope Flayne is okay. What would happen if... Just what would we do if... You can't think like that, Byrne. Sedith would have a heart attack if he heard you. I've heard that she has a crest, but I suppose for this moment that is irrelevant. We'll start by gathering information. Someone must have seen Flayne recently. Right. If we work together, I'm certain we'll find her. Ja gut, dann machen wir noch eine Teestunde mit Petra. Was haben wir denn? You have my thanks for giving. I have gratitude. Delicious. Boah, ich habe keine Ahnung, was ich mit ihr reden soll.
Okay. Bruder, was ist das? The ocean is far from Garrick Mach. I am feeling a bit lonely at times. Was hätte ich da jetzt sagen sollen? Seufzen? Lachen? Was hätte ich da sagen sollen, hä? Meine Fresse, ich hasse sowas. Egal. Tippe mal auf 99% der Kunden. Haben die Leute gemacht. 100%. Ja gut, alles andere geht ja auch nicht. So, schauen wir mal. Okay, Sichtung seltener Monster. Wisst ihr, was ich hier nicht so ganz verstehe, ist... Wir sollen Flayn suchen. Aber wir lassen uns erstmal fucking Monats dafür Zeit. Haben Unterricht ganz normal noch dabei, ne? Können die Wochenenden nutzen, um keine Ahnung zu machen, ne? Keine Ahnung. Wie überlebt die das bitteschön? Wo kriegt sie mich bitte Essen und Trinken her, ne? Macht nicht so viel Sinn, ne? Versteht schon, was ich meine, also, ne? Ja, es ist ein Spiel, so, aber sowas ist dann so, okay. So ein klein bisschen Logikfehler. Naja, wir haben das Dings leider nicht, dann kann ich keinen Dunkelmagier machen. So. Oh! Priester habe ich gleich, ne? Ne, ich habe glaube ich nur, ich habe nur Magier. Dann wirst du einmal zu einem Priester, was ich sowieso wollte. Achtundzwanzig Prozent mittlerweile. Gut. Es wird. So. Ich habe ja gesagt, ich werde jetzt den Part gleich beenden. Ich werde jetzt hier einmal noch schnell die Unterstützungen durchskippen. C+ gibt es auch schon, okay. Interesting. Gut. Das war's dann, Leute. Gut, das war Fire Emblem Three House für jetzt erstmal. Genau. Ich werde jetzt ein bisschen die Augen zumachen. Und hoffe dann ausgeruht wieder am Start sein, um weiter Fire Emblem zu zocken, weil ich möchte sehr gerne weit kommen bei dem Game. Bis zu einem gewissen Teil wollte ich es eigentlich heute gerne schaffen. Wird schwierig. Ob wir es hinkriegen, keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber wir haben ja eventuell morgen noch. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht und wir sehen uns dann später, beziehungsweise für die YouTube-Zuschauer das nächste Mal wieder. Wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, ihr kennt, ne? Klickt auf die Beschreibung, klickt auf den Twitch-Link und gebt mir noch ein Follow da. Würde mich super freuen, ne? Alles klar, Leute. Das war's. Haut rein!